Ja, guten Morgen, Frau Weissfreunde. YouTube-Kanal Kriegel 79. Ganz ein kurzer Update zu meinem Urdinkel auf Demme. Ich hatte vorgestern wurde ich gefragt, wie das ausschaut mit der Stammfestigkeit über meinen Urdinkelbericht. Und hier seht ihr jetzt das Ergebnis. Wir hatten gestern Abend ein ziemlich schweres Regenwetter mit viel Wind von der Seite, von Südwest-West. Und ihr seht, es hat den Dinkel stellenweise jetzt abgelegt, aber der Dinkel ist nicht komplett zu Boden gegangen. Er hat sich, wenn man hier sieht, einige Ähren sind schon tiefer oder so schräg runtergelegt, aber nicht flach auf dem Boden. Es hat die ganze Geschichte nicht flach auf den Boden geknallt, sondern es ist einfach so, ja, wie soll ich sagen, abgelegt. Ja, und das ist ja wichtig. Das Wichtigste ist ja, dass die Ähren nicht zu Boden gehen, sondern einfach, wenn es jetzt noch etwas in der Vertikale liegt, ist das nicht so schlimm. Und ich denke mir sogar, ein Teil wird noch wieder ein wenig aufstehen, da ja die Ähre, respektive da ja der Halm nicht geknickt ist, sondern einfach abgelegt. Also hier sieht man ein gutes Beispiel. So sieht das Ganze aus. Nicht abgeknickt, einfach so zur Seite gelegt und da habe ich keine Sorgen, dass mir das irgendwelche Sorgen bereitet zum Ernten. Weil das größte Problem ist ja, wenn das Getreide flach am Boden ist, dann wird es zum Ernten richtig mühsam. So, das einfach ganz ein kurzer Beitrag, kleines Update zum Dinkel nach einem schweren Regenwetter, Gewitterwetter, Regen, Gewitter, ja. Viel Wind, viel Regen, schwerer Regen, das hat gereicht, um jetzt den Dinkelbestand etwas runterzudrücken, aber nicht komplett ins Lager gegangen. Also, macht's gut, bis ein andermal. Tschüss!